Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Was haben wir gemacht? Wir haben gestern hier diese Zugmaschine mit dem Auflieger hier hochgebracht, weil ich muss unbedingt Papier von der Zellstofffabrik holen. Und fahr den jetzt erstmal hier hin, mach gleich aber noch eben ein paar andere Sachen, erkläre ich euch alles gleich. So, erstmal stelle ich den jetzt mal hier so hin. Gleich mal weg. Greif mir den Dolly. Um mal wieder meine Züge zusammen. Platz mit X. Warum mache ich das? Ganz einfach. Den koppel ich hier ab. Jetzt fahre ich eben schnell zum Baumarkt. Weil da steht mir auch noch so ein Dolly. So ein Trailer. Und da soll Stahl drauf. Ja, blöder Weg. Da soll Stahl drauf für die Dingensproduktion, für die Brücke. Und den hole ich da jetzt erstmal ab. Bringen wir es erstmal zur Brücke hin. Und dann, wenn ich das dann habe, dann baue ich mir hier ein Doppelgespann. Und mache hier erstmal wieder Platz. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, zumindest schalte ich hier dann mal Autoload an. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Stahl ich bei der Brücke überhaupt noch brauche. Ich brauche auf jeden Fall auch noch Zement, das weiß ich wohl. Was habe ich denn jetzt hier? Ja, das soll es jetzt gewesen sein, erstmal. Hier mit dem hier. Das bringe ich erstmal weg. Ich weiß auch gar nicht, habe ich noch Geld hier für Stahl? Da muss ich hier noch Geld hinbringen. Ja, Stahlpalle. 50.000 ist noch da. Klohäuschen, wie süß. Kommen wir aber hier rum. Dann können die bei der Brücke erstmal weiterbauen. Wie gesagt, ich mache mir da jetzt keinen großen Kopf drum, wie weit die Brücke ist, aber... Ich fahre jetzt auch mal vorwärts rein, mal gucken, ob das geht. Oh, mein Schild steht wieder. War doch mal umgefallen. Ja, unfassbar. Guck
guck mal, wie weit die Brücke schon ist. Ich kann da schon drauf fahren. Ich kann noch nicht rüberfahren, aber ich kann drauf fahren. Kann hier erstmal weitergebaut werden. So, und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier unbedingt diesen Auflieger noch haben wollte. Erstmal will ich mal wieder meine ganzen Fahrzeuge konsolidieren, sozusagen. Also ich will zusehen, ja, wo alles ist. Ich muss meine Produktionen aufräumen. Hier stehen Kartonpaletten ohne Ende rum. Brauche. Erstmal das Ladegut umstellen. Leer machen, leer machen, leer machen, leer machen. Und dann die noch alle hier wegholen. Ja, alles ist schön. So, ausmachen. Jetzt wollen wir die mal hier irgendwo in die Ecke stellen. Zu meinem Außenlager sozusagen. Haben wir. Jetzt holen wir uns hier das Gespann. Und dann sind wir wieder fein und schicki. Oh, der Xerion hat die Aufgabe erledigt. Das ist ja schön. Kartons. Die kann man doch auch verkaufen, oder? Kartonpaletten. Karton beim Palettenverkauf. War ja am anderen Ende der Welt. Ja, dann lassen wir mal. Können wir immer noch verkaufen. Fressen ja kein Brot hier. Das ist doch schön. Dann kann das hier arbeiten. Wir machen mal den Motor. Nee, wir machen den Motor nicht aus. Dann wir koppeln ab.
fahren mal zur Zuckerfabrik. Weil, ne, Zucker. Kann man Zucker teuer verkaufen. Zucker, Zucker, Zucker. Zucker bei Edeka. Ne, Zucker ist nicht teuer im Moment. Serie müssen wir gleich umsetzen auf Feld 9. Hier oben steht er. Falsch rum. War ja klar. Mit Deichsel. Mit Dolly. Na gut. Picken wir den hinten an. Ja, nix. Ja, mal passieren. Kann ja mal passieren. Mann, ey. Ich fahre mir hier auch einen Schrott zurecht. Modus an. Abkuppeln. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Doch. Wunderbar. Dann haben wir hier erstmal wieder Zucker. Wollen wir eigentlich nochmal eben. Ne, jetzt können wir erst. Können wir eben den Serian umsetzen. Dass der weiterarbeitet. Mal reinlassen. Und dann fährt der nämlich mal eben rüber zu Feld 9. Macht sich da an die Arbeit. Feld 9. So, ich muss auch mal wieder Ordnung in meine Cosplay-Kurse bringen, gebe ich euch recht. So, einmal will ich zugucken, wie er anfährt. Ich springe nicht immer sofort weiter.
Ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Ja, ich könnte mal Richtung Brauerei fahren und gucken, was da los ist. Bier da sind. Überhaupt, wie gesagt, Produktionen sind hier lange vernachlässigt worden. Ich weiß auch gar nicht, was ich überhaupt noch im Lager habe. Muss ich vielleicht auch noch mal irgendwann gucken. Jetzt nicht, habe ich jetzt keine Lust zu. Aber irgendwann muss ich da mal nachgucken. Ups. Was sieht denn hier eigentlich aus? Habe ich da noch irgendwo Mehl stehen? Nö, kein Mehl. Wie sieht es denn hier aus? Ah, da habe ich irgendwie ein paar Sachen zum Verkauf, aber nicht viel. Dann schauen wir doch mal bei der Brauerei nach, was denn da so gibt. Wie es da aussieht. So. Ja, Paletten sind auf jeden Fall überall da. Hier wird nicht produziert, warum nicht? Was fehlt? Paletten ist fast voll, kein Hopfen mehr. Erste sieht gut aus, kein Hopfen. Okay. Und was geht hier? Wird auch nicht produziert. Auch kein Hopfen. Wasser ist da, Weizen ist nicht mehr viel da, aber es ist da. Mehrere Paletten sind da. So, und hier ist ein Trailer. Trailer, den wir hier nicht stehen haben müssen. Nicht zum Hof bringen. Wie war das? Haben wir hier von der Brauerei haben wir nichts zum Hof, ne? Brauerei Bäckerei, Brauerei Lager, der Hafen. Hof haben wir. Aber der führt nicht hier lang. Dann nicht. Wir können mal gucken, ob wir hier zufällig irgendwas abholen können, die überhaupt noch produziert wird. Raps, Sonnenblumen, weiß ich gar nicht, haben wir hier irgendwas noch hingebracht? Nichts mehr da. Kompost, 5%. Paletten haben wir hier genug. Diesel haben wir eine ganze Menge. Okay. Trotzdem können wir mal gucken, wie viel Paletten hier sind. Und Speiseöl. Ob hier denn Paletten an Speiseöl sind. Ja. Wahnsinn. Diese Menge. Haben wir da gerade. Ja, Paletten ist ausgewählt. Können wir das auch mitnehmen, das Speiseöl. Und eben zur Kartoffelfabrik bringen oder so. Hergestellt in Nordfriesland. Cool. Ah.
nicht alle Welt. Aber besser als nichts, ne? Bei Kartoffeln haben wir eigentlich auch noch jede Menge am Hof. Können wir ja auch noch holen im Prinzip. Ich weiß gar nicht, was bei der Kartoffelproduktion. Ah, hier ist ja schon die Kartoffelproduktion. Oh. Ja, Speiseöl habe ich eigentlich noch, aber nicht schaden. Seht ihr mal. Wir können erstmal hier Kartoffelpaletten rausholen. Können die darüber fahren? Ja, das wird ein bisschen eng. Hätte ich auch gleich sehen können. Aber habe ich nicht gesehen. Asche auf mein Haupt. So. Läuft die Produktion hier auch gleich wieder. So, was ist denn davon teuer zu verkaufen? Gar nichts wahrscheinlich. Chips bei Aldi. Ich glaube, ich hole hier erstmal so viel wie möglich weg. Angefangenen Paletten wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber jetzt, da ich es habe, ist es eben so. Ich und der Schemel. Zwei Weltenpressen prallen aufeinander. Spreche ich doch eben aus und transportiere die da von Hand hin. Ja, ich weiß, wir überziehen. Und schon gleich wieder eine Doppelfolge. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich hoffe, euch stört es nicht. Das Ganze bringen wir mal zum Lager. Weil ich habe eigentlich keine Lust, jetzt zum Lager zu fahren. Muss ich ja ganz ehrlich leider sagen. Das Ganze stellen wir gleich mal hier vorne hin. Kartoffeln ist auch so eine Sache für sich, ne? Muss ich ja sagen. Also das Reinkippen macht keinen Spaß.
wir können auch mal bei der Molkerei gucken, wie es da aussieht mit den Produktionen. Und dann ist Schluss für heute. Also für heute Morgen. Dann geht's heute Nachmittag erst weiter. Oh, ein schönes großes Hopfenfeld. Das ist ja schön. Schade, dass das nicht unseres ist. Auch alles voll hier. Ich kann gar nicht weiter produzieren. Und was fehlt? Wasser ist nicht mehr da. Dann muss ich unseren Wassertransporter hierher holen. Das aber wiederum, meine Freunde, das... Ah, vielleicht sind wir auch gar keine Freunde. Vielleicht mögt ihr mich ja gar nicht. Ja. Das sehen wir in der nächsten Folge. Oh, viel zu viel Milch hier. Ich habe so viel Milch am Hof. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und oder wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like oder mich abonniert. Und in diesem Sinne sage ich ciao. Bis heute Nachmittag.